the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the main. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. So, qualify. Oh, noch eine Minute, da kann ich knicken. Ich gehe jetzt nochmal kurz in die Option rein bei der Grafik. Zap, zap. Cars, Medium Detail. Ah, lohnt sich nicht mehr, ich schaff keine Runde mehr. Results. Ich bin Nummer 1 auf dem Server, glaubst du? Und fährst hinten los. Und war von hinten los, ey, glaubst du, scheiß die Sonne dran. Ja, ich gehalte so einen richtigen Kickstar, hab ich. Ja gut, aber wenn du Erster bist, dann fährst du ja locker nach vorne. Ja. Boah, kann man da super überholen. Dann fährst du einfach an allen vorbei und fertig aus. Genau. Ich hab so, also ich, boah. Das Wichtige ja. ist, für dich ist doch Rennfahren, den Vordermann überholen, hast du mir mal gesagt, hoffentlich. Massimiliano Bracini, oh Mann, ey, was habe ich denn da für Leute? Volkert, Jonathan, oh ey, voll ins Klo gegriffen, ey. Ich dachte, ich kann heute meine 2000 i-Rating knacken, jetzt geht gleich nicht. Du kriegst doch auch viele Punkte, wenn du von ganz hinten nach ganz vorne fährst. Ja. Okay. The Ryan Hamilton steht auf der Vollposition. Dahinter der Bailey, Grayling, Alvaro, Ferrero, Brasiliano, Bracci, Bacchini. Yannick Roy, Larry, Roberts. Position 20 bin ich hier. No, it's one in a different Okay. Same of reason. Warte mal. Mein Ding hier mal woanders hin tun. Hey, Yannick, how are you? Ja. Ja, too bad, Phil. Oh, boah, ich hab nur 71 Frames gerade. Das ist nicht gut. Mit so vielen Autos, wieso ist das so? Guten Tag, ne? Oh, da ist der Grello, ist da neben mir, ne? Siehst du das, Patrick? Doch. Der Grello. Welche Nummer hat der? Da kann ich nicht sehen, ne? Der steht so komisch, ich muss jetzt mal gucken, wenn der löst. Ja, guck mal hier, der. Auto Nummer 2 ist auch direkt vor mir, ne? 70 Frames, das ist mir ein bisschen wenig, ja. Scheiße. Ja, geht's denn los? Nee. Der hat doch, der Pedro hat doch gegen mich zu den Bernhard. Oder so. Warum denn jetzt? Ach, scheiße, ich muss meinen Spotter starten. Das ist so ein bisschen Nello angehaucht. Geht das jetzt recht los hier? Ist das Base Rush? Ja, tatsächlich. Alles gut, ja. Toi, toi, toi. Gibt's schon Gerangel? Bei Astrid liegt schon? Nee. Da fahr ich zurück. Aber jetzt geht er durch. Alter, Verwalter, jetzt schärfe ich mich hier.
Scheiße, Auto ist ein bisschen kaputt, ey. Also nächsten fliegt die Abwehrkarte Erdogan. Erdogan. Wir kommen dann geht's rund, hier fliegen zwei ab. Ah, ich muss in die Box. Ah, ist das schön, das geht ja wieder mal super los hier, ey. Bist du reingerauscht? Hä? Bist du reingesonnen? Ich muss in der Box. I'm living in der Box. Aber ist doch alles ganz. Wo ist denn die scheiß Einfahrt hier? Da. Alvaro Rodriguez, Baby W. Watting und Janik Roy. Vorne. Bailey Watling, der war mir unter Druck. Sieben Minuten. Oh Mann, warum? Oh, Patrick. Die Strecke ist so kurz, du hast ganz schnell und Rückstand. Das macht doch keinen Spaß. Reifen muss man nehmen. 24 ist da, der 12. steht vor mir, der 16. Oh. Weiß nicht, soll ich mal versuchen rauszufahren? Optional 7 Minuten. Meinst du, Patrick? Wer aufgibt, hat schon verloren. Jetzt hat das Lenkrad ein bisschen bewegt. Ich probier's. Scheint das mal zu klappen? Wie bitte? Scheint das mal zu fahren, sag ich. Ja, Achtung, Vorsicht. Ja, weiß. Und Lenkrad steht einen Tacken schief. Da muss ich hier ausdrinken, da ist die Überfahrt. Ich bin 17. da schon, okay. Hat doch mal einige geschmissen, da kann es sein. Ja. Halt fällt, hat sich ja weggegangen in der Haut. Das Auto ist ein bisschen krumm. Modern gewidmet. Wie hier geht's alles mit Jeans. Meinst du, das ist Kunst? Super, das ist eigentlich eine Fahrtstrecke, oder? Ah, ist das was hier für Safety Light? Ist der Porsche von mir verschwunden? 16. Der Porsche vor mir ist wohl verschwunden. Für den Disconnect oder irgendwas? Ja. Wahrscheinlich. Der Larry Roberts hast du jetzt vor dir. Auf jeden Fall Safety Rating hier. So viele Kurven. Da steht einer.
Leron habe ich verloren. Zwei oder eine? Ich habe keine Ahnung. Steht hier nicht. Zwei Runden, oder minus zwei. Alvaro Rodriguez führt das Rennen an. Romain Bottling und Janik Reul. Maxim Kurzin, der vierte, ist auf dem vierten Platz. Und ich fahre die Pace, Viertplatzierter und Fünftplatzierter. Das ist nicht ätzend. Ja, du hast ja nicht gehört, ich habe Nummer 1. Aber du wolltest ja nicht. Komm an meinen Vordermann da ran, ne? Mit einem krummen Auto. Ja, wo macht denn das denn am Anfang kaputt? Du hättest es doch ganz lassen können. Oder Taki, was meinst du? Das war mehr so ein Ghost Contact, glaube ich. Fünfzehnter ist in der Box, kann das sein? Ja, dann schauen wir Carbury. Dann schauen wir Audio Nummer 2. Hat sein Kraftfahrzeug vorläufig abgestellt. Ein Kraftfahrzeug? Ein Fortbewegungsmittel? Ja. Ja, du musst doch jetzt nicht mehr in die Box, oder? Das kann ich dir nicht sagen, mein Lieber. Ich muss mal erst wissen, wenn das Rennen vorbei ist. Oder wenn es denn der Tank leer ist, sagen wir es mal so. Weil theoretisch hätte ich noch die Chance, das wieder aufzuholen. Meinst du? Noch 25 Runden. Habe ich Spritrennen. Noch 25 Runden hier steht. Mindestens 45 Runden müssen wir. Oh, da ist der nächste quer. Ist er eingeschlagen? Der Gary Corrigan, der hat jede Runde Rückstand, also der ist jede Runde vor dir. Der verliert aber die ganze Zeit. Also,
sowieso nur Schadensbegrenzung, ja. Ryan Hamilton, war der nicht vorne? Nee, der war am Anfang vorne am Start und dann hat es geschafft. Ja, nein, aber ich meine aber Qualifying. Ja, nach Qualifying. Dann hat der Hamilton sich mit dem Verstappen in die Wolle gekriegt und dann hat es gekämpft. I'll let off. Good day on it. Thank you, mate. Yeah, no problem. Ferrari. Der stand auch vor mir. I'm driving with the start. He's feeling it sideways. About to turn left. Du musst bestimmt nochmal die Box. Ja, schätze ich auch mal. Ja, der hat nicht getan, dass ich in der Box war. Du musst mal ein ernstes Wort mit dem Butschi gedreht. 20 Minuten, ich habe noch 18 Runden. Autos öfters vorbei. Was sagst du? Als Zuschauer hat man es hier gut, da kommen öfters die Autos vorbei. Versuchen wir mal ein bisschen Sprit zu sparen. Ich schätze mal mit diesem Wind auch hoffentlich 7,5 knapp werden. Ich glaube auch. Ja, das ist die Hälfte nicht am Ende. Mehr als die Hälfte, oder? Ja. Gerade wieder Pierre Platini sich hier loskämpft, der überrundet schon alle die ja, 14, 13, 12. Ah, oh, ist ja direkt vor mir. Das ganze Geschehen. Hier passiert das recht vor mir, was denn da passiert? Keine Ahnung, das zeigt sich an. Ich glaube, 13 Runden.
mal diese Sorte vor dir. Der Portier ist eh Platz hinter dir. Achtung, der hat sich gehämmert nach der Kurve. Das ist hier platziert direkt vor dir. Zwei da vorne sind im Funktionskampf, ne? Ja. Und die ganze Zeit checkt der Maxim vor, die da mitten drin, aber der kommt irgendwie nicht vorbei. Deswegen sind auch seine Gegner alle schon abgehauen. Beiseite und lässt alles vor. Ja, Respekt. Ich hab gesehen, ich bin Auto Nummer 1. Erzählen doch noch 2-3 Plätze, du bist schon wieder im Flusskonkurs. Okay. 19 Sekunden nach vorne, das ist ganz schön weit, ey. Der BMW da vorne ist gut, ey. 14. Heute langsam den Boxfahrern, oder? Ja. War noch 3 Runden noch. Am 4. geht bald an die Box. Viertplatzierte, ne? Ja.
11 ist in der Box. Also dürfte es mittlerweile schon 12. oder so sein. Geht vorwärts. Zwölfte ist vor mir, 7,8 Sekunden. Da stand er. Du weißt ja, 11. Platz. Der 12. tatsächlich. Ja, der 11. war das. Ja. Der Vollgott Maas. Auto weggebrochen. Vielleicht ist das doch noch nicht der Feld hier, Alter, Freunde. Also auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte des Feldes ist noch hier gelassen. Weiter fort auf jeden Fall belohnt. Das ist doch so langsam die weiße Flagge kommen, oder? Ja, ich glaube jetzt. Jetzt habe ich weiße Fahne, eine Runde noch. Ja, mehr war nicht drin. Das ist schon ganz schön viel nach dem Start. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, der 11. Platz ist gar nicht übel. Ja, ich bin, glaube ich, einem da irgendwie reingefahren am Start. Das hätte nicht sein müssen. Ah ja. Das hätte nicht sein müssen, aber gut. Schon mal passiert. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track of Silverdale. And the number 75, that puts him up to 11th in class.
skills and it can keep going.